Mayu, wo ist Avil? Ist alles in Ordnung? Ich weiß nicht. Ihr Vater kam und nahm sie mit. Er wollte sie für ihre Arbeit belohnen und an einem Ritual teilnehmen lassen. Welches Ritual? Das Ritual des Erwachens. Au, dabei wird ein Kind geopfert. Glaubst du, Avils Vater würde ihr was antun? Ich kenne ihn seit Jahren. Als er heute kam, hat er mich gar nicht bemerkt. Seine Augen waren schwarz, leer. Wohin hat er sie gebracht? Zu dem verlassenen Dorf. Bitte, beeil dich. Bitte was? Die denkt jetzt, sie kriegt hier voll die Belohnung oder so und dann wird sie geopfert von ihrem eigenen Vater. Ey, sowas kann ich ja gar nicht haben. Wo ist denn das verlassene Dorf? Irgendwie sieht es aus, als wäre ich hier noch nie gewesen, ne? Aber ich habe da ja das Lager, also muss ich ja eigentlich gewesen sein. Das verlassene Dorf erreichen. Wo ist denn das verlassene Dorf? Witwentränen. Mordern zu Mack. Warum habe ich da 66%? Okay. Oh Mann, hier klappt sich viel zu viel auf, weil das alles so schnell hintereinander... Wow! Das verlassene Dorf. Wo ist denn das verlassene Dorf? Ach, da. Da geht's irgendwie in die Richtung. Wo waren das jetzt? Ach, das ist direkt hier bei mir. Wo war das denn? War das da oben oder war das hier? Hier schon mal? Ich habe keine Ahnung, ob ich hier schon mal war oder nicht. Nee, ich war hier anscheinend noch nicht. Weil das Basislager hätte ich ja dann entdeckt. Sie warten auf dich. Hier lang. Okay. Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich in ein paar Minuten einfach jeden hier abschlachten werde. Bringen wir es hinter uns. Ah, au. Das hier ist mein eigenes Blut, meine Tochter Avil. Ihr Geist und ihre Seele sind stark, stärker als alles, was ich bisher gesehen habe. Ich bin so, so stolz auf meine Avil. Sie wird ein schönes Opfer abgeben. Hier, der Nektar des Erwachens. Höre, Kini Cheao, Gesicht der Sonne. Ich opfere dir Avil, die Auserwählte. Sie wird den Nektar des Erwachens trinken. Ihr Herz wird aus ihrer Brust genommen und aufs Feuer geworfen. Die Asche meines eigenen Fleisches und Blutes sei dir gegeben, sodass die Sonne nicht erlischt. Avil, ich bin's, Lara. Wenn ich's dir sage, renn schnell zurück zu Mayu, okay? Avil, lauf! Hab ja gesagt, es wird so hinauslaufen, dass ich jeden hier töten werde. Es ist nicht vorbei. Weil hier noch ein paar andere rumlaufen? Alles durchsuchen. Könnten sie überall sein. Was ist das für ein Geräusch? Was sind die denn?
Da hinten ist einer. Oh, da sind auch nochmal welche. Der war schon dort, okay? Ich habe leider von denen keine Pfeile. Ich sehe zum Glück keiner. Ich bin hier auch super versteckt, vor allem meine Beine sieht man nicht, ne? Da hinten ist noch irgendwas, was ich kaputt machen kann. Ach, verdammt, ich hätte die beiden jetzt... Oh nein! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, 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 nein! Nein! Kamera! 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 Ah! Weg hier! Ihr wisst nicht, wo ich hingehe! Nicht bemerkt, wo ich hin bin. Ah! Hab ich mich erschreckt? Da. Kann ich die ab? Nein. Oh, Tatsache kann ich. Wow. Wow. Was ist das? So, jetzt muss ich erstmal gucken. Oh. Hat der mich gesehen? Scheinbar nicht. Oh, fuck. Wie da mich wie. Okay, die sind wohl jetzt alle erledigt, ha? Können wir uns ja noch ein bisschen hier umsehen. Okay. Hier ist irgendwie Wasser. Gibt's hier noch irgendwas? Unter Wasser? Also ich sehe jedenfalls nichts glitzern gerade. Haben wir hier? Hier war ich ja schließlich definitiv noch nicht. Ah, Wölfe. Ich habe ja auch einen reinrennen sehen. Oh, fuck. Nein, aua. Aua. Lasst mich. Nein. Aua. Au. Au. Aua. Wah. Wah. Oh, ich war echt mal besser im Zielen. Definitiv. So, jetzt nur noch einen. Ist der hin? Kommt er noch? Wieder? Oder nicht? Habe ich hier sonst noch irgendwas? Ein bisschen Gold. Ach da, das habe ich gesehen. Mach doch. Hallo. Und sonst ist hier, glaube ich... Ach, da ist noch was so zum Looten.
haben wir das hier auch. Irgendwie, oh, ich sehe das hier gerade alles so schlecht, weil das so überbelichtet ist. Hier ist nur Erz. Naja, was heißt nur, ne? Hm. Achso, das ist eine Pflanze. Ich dachte, das wäre eine Ader. Ist auch nochmal. Oh, das ist doch dieses verborgene Dorf, wo ich eigentlich ganz am Anfang hingekommen bin. Ich weiß nämlich ehrlich gesagt nicht mehr. Jede Gruppe, die Khan verlässt, muss besondere Vorkehrungen treffen, um ihre Spuren zu verwischen. Wir stehen kurz vor dem Ziel und das Letzte, was wir jetzt brauchen, sind Scharen von Touristen, die versuchen, als Erster ein perfektes Selfie in der Stadt zu schießen. Diese Höhle hatten wir ja schon mal nicht. Ich glaube, das ist der Ort, wo wir damals gestartet haben, wirklich. Dieses leerstehende, verborgene Dings. Da ist auch die Krypta. Das hatten wir ja schon mal. Okay. Dann ist das wirklich dieser Ort. Nichtsdestotrotz können wir uns auch ein bisschen umsehen, weil hier waren ja ein paar Sachen, die wir wegen Seilzugmäßig noch gar nicht machen konnten. Genau, hier war nämlich der Anfang. Ich bin am Überlegen, wo war denn noch was? Wo waren diese Tür? Also dieser Bereich, wo ich das mit der Schrotflinte kaputt machen konnte. Das müsste doch hier irgendwo gewesen sein, ne? Weil hier hat ja alles angefangen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ach, hier ist ja auch nochmal. Vielleicht war es auch das und nicht Schrotflinte, sondern einfach so die Wand. Oh, Käfer. Das ist gut. Das nehmen wir mit. Das lesen wir. Da sich die Koordinaten, die uns Trinity gegeben hatte, als korrekt erwiesen, war es ein leichtes, die verborgene Stadt zu finden. Allerdings vertrauten uns die Einheimischen nicht und ließen uns nur mit vorgehaltenen Speeren in die Stadt. Es gab einen Tumult unter den Einwohnern, der, wie wir später erfuhren, darauf zurückzuführen war, dass einen Monat zuvor eine Gruppe Inka dort eingetroffen war. Lopez erzählte ihnen, wir wären aus der spanischen Armee desertiert, da wir die Zerstörung, die sie verursachte und weiterhin verursachen würde, nicht länger mit unserem Gewissen vereinbaren könnten. Außerdem würden wir mit Freuden all unsere Güter gegen ein, wenn auch nur vorübergehendes, Obdach eintauschen. Nach einigem Zögern erlaubten sie uns, in der Stadt zu bleiben, solange wir unsere Rüstungen und Waffen in einer kleinen Hütte außerhalb der Stadt ließen. Den Männern gefiel das nicht, weshalb wir uns darauf einigten, zwei von uns zur Bewachung der Ausrüstung zurückzulassen. Dann haben wir hier noch Erz. Und wieder eine Story abgeschlossen. Wuhu. So, wenn ich mich richtig erinnere, ist hier nur noch ein Dokument. Oh, zwei Dokumente. Dann gucken wir mal, ob wir die finden. Ob das über einen Seilzug gedönsmäßig ist. Das was bringt? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich sowas gemacht habe. Ah ja, gut. Ich habe den Ort gefunden. Er ist verborgen und schwer zugänglich.
Wir scheinen dort sicher vor den Fremden zu sein, die uns in die Sklaverei zwingen wollen. Dann wird das hier noch... Ich wollte gerade sagen, hier hat es doch, glaube ich, gerade geblinkt. Überlebensversteck. Da haben wir noch eine Karte. Oh ja, super. Nichts wird aufgedeckt. Ein Dokument fehlt uns jetzt noch. Ein bisschen in die Richtung. Ich würde halt gerne wissen, ob ich das auch über so einen Seilzug erwische oder nicht. Deswegen muss ich mich jetzt gerade ein bisschen an der Karte orientieren. Die Richtung. Da kann ich auf jeden Fall Fell mitnehmen. Ach, da liegt sie. Gestern musste ich auch das letzte Maultier töten. Es hatte sich ein Bein gebrochen, also hatte ich keine Wahl. Aber ich glaube, ich habe es gefunden. Ich bin auf ein verlassenes Dorf gestoßen, das Set sein muss. Ich wünschte nur, Vater wäre noch am Leben. Ich werde hier über Nacht Rast machen und den Ort morgen gründlich durchsuchen. Die Welt wird erfahren, dass ein Forset die verborgene Stadt gefunden hat. Ah, war kein Wunder, dass ich das übersehen habe. Das war sehr verborgen. So, dann gehe ich zurück. Ich werde auf jeden Fall... Was führt mich jetzt der Weg hier lang? Mhm. Ach, guck mal, darüber hätte ich auch dorthin gekonnt. Aha. Gehe ich zurück. Die Mission kann ich jetzt wohl abschließen und dann will ich aber vorher auch nochmal, bevor ich wieder zurück in die Rebellenhöhle gehe, zu der anderen Mission hingehen, weil die ist ja noch nicht richtig abgeschlossen, wie ich gemerkt habe. Taruka, du bist frei. Danke, Ao. Es gibt Gerechtigkeit. Manchmal. Ja, jetzt kommt natürlich auch Mission abgeschlossen. Okay, gut. Gut, dass ich das gesehen habe. Avil, bist du verletzt? Mir geht's gut. Ich bin gerannt, wie du es gesagt hast. Kluges Mädchen. Du hast das Ritual gestoppt? Avil, du solltest getötet werden. Aber so soll es sein. Ich war auserwählt. Mein Opfer würde verhindern, dass Kinichau die Sonne wegnimmt. Vater sagte, er hat geträumt, ich sei was Besonderes. Avil, Träume lassen sich verschieden deuten. Vielleicht sollst du hier auf der Erde bleiben und mit deiner besonderen Kraft die größte Schlangenwache werden, die es je gab. Glaubst du das wirklich? Ja, absolut. Das muss ich Vater sagen. Avil, dein Vater ist... Für eine Weile weg. Also bleibt Avil bei mir und setzt ihre Studien fort. Natürlich. Ich fange besser an. Es gibt noch so viel zu lernen. Danke, Au. Ja, danke, Au. Jemand wird sich um Avil kümmern. Bitte nimm diesen Bogen zum Dank. Er gehörte meiner Mutter, einer Adlerschützin, und soll dir dienen. Danke, Mayu. Ein neuer Bogen. Kriege ich nochmal irgendwie was von ihr? Ich fange besser an. Es gibt noch so viel zu lernen. Danke, Au. Ich habe ihr jetzt gar nicht erzählt, was bei den anderen Dings... Sagt sie jetzt nochmal irgendwas? Ritualabschub, Mission abgeschlossen? Gut. Ich freue mich schon drauf. Gut. Ich freue mich schon drauf. Ah, okay. Der Meisterbogen. Das letzte Stück, um die Zukunft von Paititi einzuleiten. Und der Nawal? Bist du ihm begegnet? Ja, er ist tot. Erzähl, welche Form hatte er? Er war ein Jaguar. Ah, die mächtigste seiner Formen. Er hat dich für einen gefährlichen Gegner gehalten. Uchu, wie lange war dieser Nawal schon im Dschungel? Als Kinder hat man uns immer gewarnt, die Grenzen von Paititi zu überschreiten. Aber seit Amaru die Macht hat, war der Nawal aktiver. Glaubst du, Amaru kontrolliert den Nawal? Ja, als ständige Bedrohung. Jetzt nicht mehr. Du hast viel für die Zukunft von Paititi getan, Lara. Es wäre eine Ehre, wenn du bei der Zeremonie der Könige dabei wärst. Mir wäre es eine Ehre. Hier, ich habe etwas für dich. Das ist von der Rüstung von Etzlis Vater Sairi.
als Symbol deiner Tapferkeit. Ich möchte, dass du es bekommst. Danke, Ucho. Das Königshorn hat euch alle gerufen, Zeugen eines Neuanfangs zu sein. Willkommen zu der Zeremonie der Könige. Etzli, Sohn von Unuratu, Sohn von Sairi, tritt vor. Im Amulett des Retters wohnt die Weisheit unserer Vorfahren. Höre darauf, damit deine Urteile stets gerecht und voller Gnade sind. Im Meisterbogen wohnt die Stärke unserer Vorfahren. Respektiere sie, damit deine Herrschaft verantwortungsvoll und gerecht ist. Und schließlich wohnt in dir, junger Etzli, die Zukunft. Sei ein König, der handelt. Schaffe Hoffnung. Schaffe Liebe. Warte nicht, dass die Gnade aus der Höhe herabsteigt, sondern gib dein Bestes, um sie selbst deinem Volk zu bringen. Volk von Paititi, ich präsentiere euch voller Stolz Etzli, Sohn von Unuratu, Sohn von Sairi und euer König. Haben wir das auch erledigt. Alle Nebenmissionen, soweit ich gesehen habe, auch erledigt. Und für mich eigentlich so die Stelle, wo ich dann in der nächsten Folge mit der Story weitermachen würde. Ich möchte euch mal kurz zeigen, was mir jetzt so fehlt in den einzelnen Gebieten. Also hier zum Beispiel ein Überlebensversteck, eine Truhe. Das sind solche Sachen, die mir hauptsächlich fehlen. Man legt mal ein Dokument und solche Sachen, aber ich habe alle Krypten, ich habe alle Wandbilder, alle Herausforderungsgräber und alle Missionen und alle Monolithen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann und tschüss, eure Teil.